Kinas, willkommen zurück zu Splatoon Online. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, aber ich bin gerade knapp 24 Stunden wach zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kann das wahr sein? Wie kann das denn überhaupt wahr sein? Kann das überhaupt sein? Ich kann es selber nicht glauben. Ich bin eigentlich jemand, der überhaupt null irgendwie extrem lang durchmachen kann. Und naja, seitdem ich irgendwie diese Arbeitsstelle habe, bin ich voll der Typ, der auch gerne mal Nächte durchmachen muss, aber der Nächte durchmacht. Und ich merke davon nichts. Vielleicht kann es am Kaffee liegen, den ich trinke, aber Kinders. Ich bin einfach mal über 24 Stunden wach und jetzt nehme ich gerade Splatoon auf. Merkt man es mir an? Oder ist es quasi so, als würde ich quasi wie immer ein Part aufnehmen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke momentan noch gar nichts, aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich die Konsole ausmache, total den Müdigkeitsschock meines Lebens bekommen. Ich werde mich erstmal schlafen legen. Beziehungsweise, naja, wie kommt das denn zustande? Ihr wisst ja, ich habe ja im letzten Part erzählt, ich gehe ja momentan wieder arbeiten. Wer weiß, wie lange. Na, vielleicht bekomme ich auch irgendwann eines Tages den Anruf von meinem Chef. Yo, du bist scheiße, du bist zu langsam bei. Kann alles passieren. Bin ich schon darauf vorbereitet, weil, naja, ich bin jetzt auf der Arbeit nicht der Schnellste. Aber ich mache die Arbeit auch wirklich sehr gewissenhaft, aber dafür halt langsam. Aber langsam ist halt scheiße, wisst ihr? Und ich habe halt wirklich den Eindruck, als wäre ich zu langsam und naja, deswegen spiele ich mich gerade sehr runter und vielleicht mehr, als ich eigentlich sollte, aber ich weiß nicht. Es kommt mir so vor, als würde ich bei der Arbeit irgendwie zu grobmotorisch vorgehen, nicht feinmotorisch. Also im Sinne von Brötchen schmieren, dass ich quasi... Ich habe nicht diese Feinmotorik dafür, ein Brötchen allzu krass zu schneiden und zu belegen geht, aber das Schneiden, das liegt mir nicht so ganz. Und ich, hab irgendwie die Hoffnung, was heißt die Hoffnung? Ich habe irgendwie die Angst, sagen wir es mal so, dass es daran scheitern wird mit dem Job und sowas, ne? Ich muss sagen, mir macht der Job Spaß. Es ist ein Job, der sehr schnell rumgeht. Weil ich auch quasi sehr... Ich gucke kaum auf die Uhr. Ich bin unter Stress ausgesetzt, was ich gar nicht mal so schlecht finde, weil so geht die Zeit auch extrem gut rum. Und naja, dann ist auch die Arbeitszeit gut rum, aber ich schaffe halt weniger, als ich möchte. Ich möchte ja mehr schaffen, aber es geht halt nicht. Momentan gesehen jedenfalls. Vielleicht wird sich das noch ändern, aber ich habe halt irgendwann so den Verdacht, dass mein Chef anrufen wird und sagen wird, ey, komm, du schaffst nicht genug und deswegen bist du jetzt gefeuert. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, wie jetzt mein heutiger Tagesrhythmus aussieht. Ich kam um ungefähr 8 Uhr nach Hause. Hab meine Zähne geputzt, hab mich nicht ins Bett gelegt. Ich habe direkt weiter aufgenommen, und zwar Pokémon X. Hab das Projekt auf Vorrat, also komplett aufgenommen. Ist komplett aufgenommen, hat 80 Parts, Kinas, das sage ich euch. 80 Parts in euren Arsch. Oder auch in meinen, je nachdem, ne, je nachdem, wer es schauen möchte. Und naja, Kinas, so viel zu Pokémon X. Und danach habe ich aufgenommen Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft Wii U, jetzt gerade bei Splatoon. Und danach ist wahrscheinlich erstmal Ende, weil dann werde ich rendern. Also werde ich die ganzen Videos schneiden, rendern und in der Zeit, wo es rendert, gehe ich schlafen. Das ist so effektiv, wie es halt eben nur geht. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich... Sagen wir mal, wir haben jetzt gerade 10:30 und ich bin jetzt wirklich seit 24 Stunden wach. Sagen wir mal, ich bin um 12:30 Uhr fertig. Mit dem ganzen Schnitt und sowas, dass ich rendern kann. Dann gehe ich um 10:30 schlafen. Und schlaf dann so bis 19 Uhr ungefähr. Das wird darauf hinauslaufen, weil ansonsten... Wie soll ich den Schlaf sonst nachholen? Na? Wow. Ich rede auch gerade wirr hin und her, aber es tut mir leid. Es geht halt nicht anders, Kinas. Also, nochmal zum Verständnis. Wir haben gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag. Ich war von 2:30 bis knapp 7 Uhr arbeiten. Bin um 8 Uhr nach Hause gekommen. Habe quasi meine Zähne geputzt. Habe danach direkt aufgenommen. Und jetzt haben wir gerade 10:30 und ich nehme gerade Splatoon auf. Am Montag, wie gesagt. Ich bin schon seit 24 Stunden auf den Beinen. Und, naja, Kinas, ich merke es mir selber nicht mal an. Das ist das Schlimme daran. Ich glaube selber, ich würde irgendwann zusammenbrechen an der ganzen Scheiße. Aber momentan geht es. Weil ich mich daran gewöhnt habe, nachts aufzustehen und so weiter und so fort. Na? So viel dazu. Aber okay. Naja, wie gesagt, ich werde halt, ich denke mal, um 10:30 schlafen gehen, wenn ich, also 10:30 mittags, also 12:30 Uhr ungefähr, das ist geplant, während die ganzen Videos rendern, damit ich auch effektiv die Zeit genutzt habe
Und dann werde ich so um, ich hoffe mal 18, 19 Uhr aufstehen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie 9 Uhr oder so wird, weil dann trete ich mir selber in den Arsch. Ich denke mal, es wird, ich hoffe mal, es wird gegen 19 Uhr werden, 18 Uhr werden. Ich werde mir auf jeden Fall einen Wecker stellen, damit das auch passiert. Und, ja, Kines, in der Zeit schlafe ich halt. Wenn ich halt aufgewacht bin, wird Folgendes gemacht. Ich werde wahrscheinlich einkaufen gehen, weil ich halt auch extrem lange nicht mehr einkaufen gewesen bin. Und ich tut mir sehr leid, dass ich nicht konnte, aber es ist halt so momentan dieser Stress und so, aber ich möchte halt trotzdem mal einkaufen gehen. Aus Gründen, ja, weil uns ja auch so langsam die Lebensmittel ausgehen hier, die alte Drecksau. Komm. Ficken im Arsch. Nee, aber wie gesagt, ich werde... Bestes Stück. Ich werde einkaufen gehen aus Gründen, also ich werde halt Lebensmittel einkaufen und ich werde Folgendes machen, ich werde mir eine 15 € E-Shop-Karte holen. Warum das Ganze? Naja, Kinas, ob ihr es glaubt oder nicht, aber für mich morgen, für euch heute, kommt oder kam Minecraft Battle Minigame raus und wie ihr alle wisst, bin ich auf diesen Patch, auf diesen Modus sehr gespannt, sehr gehypt. Wenn ihr das gerade seht, vielleicht kam schon der erste Part raus, vielleicht kommt der erste Part auch 13 Uhr, ich muss mal gucken. Definitiv möchte ich dieses Let's Play zeitig starten und das auch wirklich zeitig mit allen Maps. Denn, naja, Minecraft Battle Minigame, müsst ihr euch vorstellen, ist quasi ein Battle Mode in Minecraft, in dem man quasi... Okay. Es ist ein Modi, in dem man quasi... Ach, Missgeburt, Alter. Dreckige Missgeburt. Es ist ein Modi... Es ist ein PvP-Modi, kann man sagen, in Minecraft. Und das ist halt so offiziell von Mojang kommend auf Nintendo, auf Konsolen, auf Minecraft, also auf Konsolen, ihr wisst Bescheid, auf Konsolen, auf denen Minecraft quasi erschienen ist. Das erscheint da kostenlos und es gibt 3 Gratis-Maps und es gibt Maps, die man sich noch kaufen kann. Und naja, diese Maps möchte ich mir kaufen, denn ich möchte in diesem, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen, Let's Play, alle Maps zeigen und das geht halt nur, indem ich alle kaufe und, naja, ihr wisst Bescheid. Und von Minecraft Battle Minigame kommen wir auf neue Let's Plays zu sprechen. So, und zwar, ja, Minecraft Battle Minigame ist ein, in Anführungsstrichen, Let's Play. Es wird zwar nicht in meinem Titel vorkommen, aber es wird trotzdem in der Videobeschreibung stehen. Weil es für mich kein richtiges Let's Play ist, in dem Sinne. Es ist halt quasi ein... Naja, eine Art Patch für Minecraft. Das, klar, das war Super Mario Edition auch. Aber ich habe daraus trotzdem ein Let's Play gemacht, um quasi die Welten zu zeigen. So. Warum ich das jetzt bei Minecraft Battle Minigame nicht mache... Oder nur halb mache, weil es... Warum es für mich nur ein halbes Let's Play ist... Naja, wie seht ihr... Ich seh's mal so, ich sag's euch mal so... Die ganzen Minecraft-YouTuber, die quasi ihre ganzen PvP-Let's Plays in Anführungsstrichen bringen, wie zum Beispiel Skywars oder Bed Wars oder Survival Games, das sind ja, sie schreiben ja auch kein Let's Play irgendwie davor. Wisst ihr, wie ich das meine? Deswegen finde ich es legitim, dort kein Let's Play draufzuschreiben. Klar, ich sollte mich jetzt nicht irgendwie an denen orientieren oder sowas, aber ich mach's trotzdem, weil es auch irgendwie Sinn ergibt. Dass es ja keine Let's Plays in dem allgemeinen Sinne sind. Klar, irgendwie schon, weil sie spielen diese Spiele. Sie spielen diese Modes. Aber, naja, für mich ist es dann doch irgendwie nur halb ein Let's Play. Ich kann es schwer begründen, aber es ist halt einfach aus dem Grunde, weil die weil diverse Minecraft-YouTuber auch keinen Let's Play Minecraft Skywars in den Titel reinschreiben. Weil, naja, es sind halt quasi rundenbasierte Kämpfe. Was quasi hier in Splatoon auch so ist, aber ich habe hier noch irgendwie so ein Ziel und hier ist es irgendwie auch ein bisschen was ganz anderes, muss ich sagen. Ne? Ist schwer zu erklären, ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine und naja, dahingehend habe ich das Ganze halt so entschieden. Let's Play kommt zwar noch in der Videobeschreibung vor, aber nicht im Titel. So. Partzahlen muss ich mal schauen. Vielleicht wird es auch so wie in Minecraft Ground Wars sein, es wird nur Part... Titel geben. Muss ich mal gucken, Kinders.
Also quasi so ein paar Titel wie zum Beispiel "Das war knapp" oder "Nein" oder "Ah!" Irgendwie sowas. Ne? So, und ich laber wieder viel zu lange rum. Ich wollte auf neue Let's Plays zu sprechen kommen. Naja, ihr seht, momentan laufen die Let's Plays aus wie nichts. Inazuma 11 ist beendet. Pokémon X wird Mitte Juli beendet sein. Super Mario 64 DS ist übermorgen beendet. Und danach wird so erstmal, außer Minecraft Battle Minigame, so an sich nicht mehr viel kommen. Im Juli werde ich noch starten Pokémon Go. Also es soll ja Ende Juli rauskommen und darauf bin ich sehr gehypt. Deswegen wird es auch gestartet. Aber ansonsten werde ich bis dato geplant keine neuen Let's Plays mehr veröffentlichen. Warum das Ganze so ist, das könnt ihr euch schon fast denken. Die Arbeit lässt es einfach nicht zu. Ich habe wirklich weniger Zeit als vorher. Ich bin kaputt am... Ich sag mal so, diese 6 Videos, die ich hier produziere. Splatoon, Minecraft, Battle Mini... Also... Ich sag's mal so, Battle Mini Game für Minecraft wird ein tägliches Let's Play-Projekt werden, da das Ganze für mich halt in dem Sinne Sinn ergibt, da das Let's Play oder Projekt bei euch sicherlich gut ankommen wird oder halt bei den meisten Zuschauern auf meinem Kanal gut ankommen wird und auch bei den Suchergebnissen gut ankommen wird, sage ich jetzt mal. Deswegen mache ich das Ganze, weil, naja, ich habe es und warum es nicht nutzen? Aber der Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist, der springende Punkt ist, so, das sage ich gleich, das ist, wow. Wisst ihr, so Projekte wie Splatoon, Minecraft, Minecraft Battle Minigame oder halt so tägliche Let's Plays wie Minecraft, ich kann kein Deutsch, tut mir leid, so tägliche Let's Plays wie zum Beispiel Splatoon, Minecraft, Minecraft Battle Minigame, Pokémon X, Super Mario 64 DS zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil es ist sowieso übermorgen beendet. Clash of Clans, Clash Royale, das sind pro Tag 6 Parts. Pro Tag 6 Parts an Endlos-Projekten. Da ist irgendwie kein Let's Play dabei, das irgendwie endlich ist. Außer jetzt Hypes Platoon, wo ich gesagt habe, es wird die 400 Parts nicht erreichen. Aber ansonsten ist es ein... Ist es momentan eine Kanallage, in welche es nur Endlos-Projekte gibt. Splatoon ist ein Endlos-Projekt an sich. Minecraft Wii U ist ein Endlos-Projekt an sich. Minecraft Battle Minigame wird ein Endlos-Projekt an sich sein. Wird täglich kommen, zuerst mal, ne? Ich guck mal. Vielleicht haue ich heute sogar 2 Parts raus. Mal gucken. Je nachdem. So. Dann. Pokémon X, wie gesagt, ist zwar noch ein Endlos-Projekt, aber das Ganze habe ich ja schon so weit voraufgenommen, deswegen zähle ich das nicht mehr so rein, aber ihr könnt es quasi noch dazu zählen, wenn ihr das möchtet, als endliches Projekt, als richtiges Story-Projekt quasi, sage ich jetzt mal, wo es um etwas geht. Aber so an sich muss ich sagen, habe ich bis auf Pokémon und Super Mario 64 DS keine endliche Let's Plays mehr. Drecksjapaner. Habe ich halt einfach nicht und naja, ich würde ja gerne andere Projekte bringen, neue Projekte bringen, frischen Wind bringen, Story-Projekte bringen, wie zum Beispiel Inazuma Eleven 2 oder sowas. Würde ich halt gerne bringen oder einen weiteren Super Mario 64-Hack oder 64 DS-Hack. Klar würde ich das gerne bringen oder Harry Potter und der Stein der Weisen würde ich in diesem Sommer auch gerne bringen. Problem darin ist, die Zeit fehlt mir momentan dazu einfach. Durch die Arbeit und durch das alles, das ist... Wenn ich wirklich diese Woche so verbringen muss, jeden Tag arbeiten zu gehen oder arbeiten gehen zu müssen, dann schaffe ich das Ganze einfach nicht. Zeitlich aufzunehmen, dann kriege ich das nicht unter einen Hut. Das ist ganz einfach so und es tut mir leid für die das Ganze schade finden, weil mein Projekt, weil mein Kanal dann so ein bisschen wegstirbt dadurch, durch seine Raffinesse und durch seine Artenvielfalt an Projekten. Klar, es gibt immer noch diese Artenvielfalt an Projekten, aber ich finde selber, dass es sehr, sehr endlos projektspezifisch gehalten ist. Ne? Und naja, ich möchte daran jetzt momentan nichts ändern und ich kann daran auch momentan nichts ändern, weil mir die Zeit dazu einfach fehlt. Deswegen werdet ihr in naher Zukunft erstmal folgende Projekte sehen. Splatoon, Minecraft, Minecraft Battle Minigame, Pokémon, bis es ausläuft, Mario 64 DS, bis es ausläuft.
Clash of Clans, Clash Royale und Pokémon Trading Card Game Online, was halt auch noch ein endloses Projekt ist und was halt aber nicht regelmäßig kommt, weil es halt irgendwie zwei, dreimal die Woche kommt. Und Battle Run oder halt Battle Racers, was halt auch bald starten wird, weil es halt quasi, ich sag mal so, früher lief ja Battle Run, wird aber abgelöst durch Battle Racers, weil Battle Racers ein neues Spiel der Serie von Battle Run ist. Ihr wisst Bescheid. Ne? Kinder, ich würde sagen, ich habe einen wunden Punkt erreicht. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt gerade den Part. Ich werde jetzt erstmal das Ganze schneiden gehen und oh mein Gott, ich bin so müde, Alter. Kinas, ich gehe wie gesagt schneiden und passe auf, dass ich mir meine Finger nicht abschneide. Beim nächsten Mal reden wir über ein anderes knackiges Thema. Wie immer eigentlich, ich bin raus. Ich bin über 24 Stunden wach, nochmal, um es so zu sagen. Ich bin einfach tot, ich bin tot, ich muss schlafen. Ansonsten überlebe ich diesen Tag nicht. Ich könnte jetzt noch weiter aufnehmen, aber das würde mich killen. Das würde mich komplett töten, weil ich muss auch schlafen gehen, damit ich morgen Nacht wieder fit bin. Ansonsten bin ich morgen Nacht gefickt. Das will ich nicht. Deswegen muss ich schlafen gehen. Von daher gesehen, Kinders, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.